entstand 1942, das heißt genau in meinem Geburtsjahr, in Minsk, Weißrussland. Es wurde gemalt von einem russischen Maler, es ist signiert, die Signatur konnte niemand entziffern bislang. Die beiden waren befreundet. Mein Vater war kein Künstler, aber ich glaube, er hatte Sinn für gute Sachen. Als Draufgabe, gut, das Bild wurde von meinem Vater bezahlt, aber als Draufgabe bekam er, was ich eigentlich fast noch schöner finde, den Blick aus seinem Fenster. Das ist das kleine Bild nebendran. Eine Winterlandschaft in Minsk. Ich habe meinen Vater mal darauf angesprochen. Das Bild hatte er seinen Eltern geschickt. Ohne Rahmen, ohne alles, nur die Leinwand. Das kleine Bild, ich weiß nicht, wie das dann nach Deutschland kam, vielleicht brachte er es selber mit. Und er erzählte grundsätzlich nicht viel aus der Zeit. Aber er sagte mir eines Tages, weißt du, wenn ich nicht meine Russen genauso gut versorgt hätte wie die deutsche Wehrmacht, wäre ich nie mehr lebend nach Hause gekommen. Dazu ist zu sagen, mein Vater war Doktor der Landwirtschaft. Es hat ein Weilchen gedauert, bis die Nazis kapiert haben, es ist kein Humanmediziner, es ist auch kein Veterinärmediziner, sondern er hat was mit Landwirtschaft zu tun. Und so wurde er Leiter der Molkerei in Minsk mit dem Auftrag, Nachschub für die deutsche Wehrmacht zu besorgen. Das hat er gemacht. Und er hat mir erzählt, er durfte in die Ghettos und sich Leute zur Arbeit holen. Es ist ihm nie was passiert. Und er kam wirklich unversehrt zurück. Ich bin nicht gottgläubig, aber ich glaube, das ist ein kleines Wunder. 42 war immerhin, ich glaube, das Jahr von Stalingrad war später. Aber 45 war er wieder da. Was zu Hause noch gibt. Ich bin gerade dabei, seinen Nachlass zu sichten. Was es noch gibt, ist russische Literatur. Eine wunderschöne russische Madonna, die ich nie hergebe. Dann, ich kam ja auf die Welt. Allerdings mit 42 im Oktober. Da bekam er eine Serviettentasche geschenkt, die ist ganz bezaubert, mit Störchen draufgestickt, so ein bisschen Patchwork, also eine wunderschöne Arbeit. Die habe ich auch noch.